Hinsichtlich Golds Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrotters. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Nein! Nein? Was? Boah, aua. Was? Die Hölle. Oh ja, klar. Was? Aussparung, Knopf. Yin. Wo ist das Yang? Das Yang ist schon drin. Tja. Ich bin gerade sprachlos. Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade nicht ernsthaft Cole getötet? Ja, und jetzt sollen wir wohl auf Bosos Kutterschrottpresse, der Schrottpresse von Docs mobile Praxis oder die Schrottpresse von erster Teil, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr, uns ein Ende bereiten, oder was? Tja, das hilft wohl alles nichts, liebe Leute. Was? Tja. Und das bestätigt jetzt endgültig meine Theorie, dass wir doch nur Teil einer großen Klonarmee sind. Cletus sieht aus wie Rufus. Rufus sieht aus wie Rufus. Wir haben jetzt gelernt, dass Argus auch noch wie Rufus aussieht. Und wir haben uns schon zweimal, beziehungsweise mit den drei Tutorials schon fünfmal selbst getötet und sind wiedergeboren. Und sind wieder erschienen. Können wir denn gar nichts anderes tun? Wir müssen doch irgendwas tun können. Hier, komm, auf den Knopf. Das ist unglaublich. Wie soll man denn das jetzt bitte wiederholen? Tja. Ja, was soll ich denn noch großartig tun? Kann ich hier hinten vielleicht weiter? Oh! Gehen! Es ist ja... Aha! Da hinten! Ein avialer Stromumkehrer! Den sehe ich doch bis hierher!
So, dann lass uns mal neu spawnen. Danke. Nehmen das Yin mit und legen das auf die Bodenplatte. So, das wusste ich doch. Hier haben wir einen Stromkehrer. Und eine Konsole. Sicherung. Hier haben wir einen Baseballschläger oder irgendwas. Irgendwas Hartes. Das sieht aus wie eine Flamme. Das sieht aus wie ein Kreissägenblatt oder sowas ähnliches. Eine Schneeflocke. Und ein Brieföffner. Okay. Eieiei. Oh Gott. Da weiß ich ja noch gar nicht, was zu tun ist. Das lassen wir mal erstmal. Aber wir bauen mal den Strom und kehren die Aussparung ein. Uff, das war knapp. Und jetzt können wir nämlich mit dem Knopf das ganze Ding hochfahren lassen. Zum Fließband. Was? Okay. Wir werden zersägt, zerkloppt, eingeäschert, zerstrahlt und vereist? Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mithilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestationen zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll? Tipp gefällig? Nein, das kriegen wir ohnehin. Wenn wir uns ganz mal einfach vereisen lassen. Oder... Pass mal auf, das machen wir jetzt mal so. So, wir lassen uns vereisen, dann zerstückeln... Nein, wir lassen uns zuerst zerstückeln. Das ist blöd, wir probieren das einfach. Überspringen garantiert nicht. Das wäre noch schöner. Ich muss ja auch wissen, was die verschiedenen Stationen miteinander in Kombination für Folgen haben. Also wenn wir uns jetzt am Anfang zerstückeln lassen. Au. Dann. So vereisen. Dann brennen. Ah, okay. Okay, das dachte ich mir schon fast. Also, wenn wir uns vereisen lassen, dann brennen lassen, dann ist das ähnlich wie Ton. Und wenn wir das dann abklopfen, also die Reihenfolge hinten ist schon mal sehr gut. Nur ganz am Anfang, wenn wir die jetzt vertauschen, was dann passiert? Na, los, Rufus. Was passiert denn, wenn wir uns zuerst mit diesem Laserstrahl bearbeiten? Dann werden wir auch zersägt. Hier werden wir auch nur zersägt. Klopp. So, das ist schon mal so in der Richtung schon mal sehr gut. Die letzten drei, beziehungsweise die letzten beiden. Aber... Wenn wir uns zuerst vereisen lassen, dann zersägen, das ist, glaube ich, schlecht. Aber wenn wir uns im vereisten Zustand mit dem Laserstrahl bearbeiten lassen, dann könnte das eventuell mehr oder weniger uns wieder zusammenschmelzen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Das wollen wir mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Mal schauen. Okay, hier sind wir wieder geteilt. Dann sind wir vereist.
Und dann, ja, genau wie ich es mir gedacht habe, haben wir uns wieder zusammenschmelzen lassen. So. Schrott-Baseballschläger. Nehmen wir uns mal mit. Und einen Feuerlöscher können wir uns nicht mitnehmen. Kloppidi-klopp-klopp. Dann gehen wir mal ins Licht. Das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ab ins Licht. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Tja, mysteriöse sechste Anzeige. Fett, Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß. Bah, Wurscht. Einmal draufkloppen auf die Anzeige. Nimm das! Okay. Vielleicht auf die Wasseranzeige? Nimm das! Oh, Moment mal. Nee, ich dachte nur gerade. Was war das? Da war doch gerade irgendwas. Nö. Hier haben wir aber einen Trichter. Da hinten gibt es die Fragezeichen. Können wir da einen Baseballschläger reinstopfen? Nimm das! Oh. Das hat sich nicht so gut angehört. Okay, dann gehen wir mal zu den drei Fragezeichen. Hey! Du! Bleib doch mal stehen! Ich verlange Antworten! Der Tod höchstpersönlich. So ein Mist! Okay, was haben wir denn hier alles? Jodsalz. Plö-O-Fiss. Lecker, lecker. Pommesbeutel. Frittenfett. Ich ahne Schreckliches. Eine Imbisswagentür. Ein Hindernis nach dem anderen. Bah, Wurscht. Bah, Wurscht. Bah, Wurscht. Okay. Eine Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Ist bald mal. Tja, die können wir aber bearbeiten. Nimm das! Schade. Ich hab gehofft, da kommt jetzt noch irgendwas raus. Und da oben war eine Kamera. Moment mal. Ja, okay, können wir nicht interagieren. Wasser. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Wasserspender. Eine Ölflasche. Bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün. Und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Olivenöl, lecker, lecker. Was haben wir hier noch? Ein Flakon? Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Ja. Was soll ich damit? Reines Leergut. Tja, aber da haben wir noch eine Ölmühle. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Ha, schade. Nee, aber hier ich bin tatsächlich ziemlich geladen. Aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Okay. Eine grüne Kerze. Wir sind tatsächlich irgendwie in der Hölle und doch nicht in der Hölle und haben das Erdschnabeltier gefunden. Hoppala. Extras natürlich. Schnabeltierfiedel, das Erdschnabeltier. Der Klassiker unter den Schnabeltieren. Das kennen wir ja schon aus Chaos auf Deponia.